Letztes Mal in Pokémon Schwert. Das war's mit meiner Champ Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. Oh, der ist aber auch spendabel, der Kollege. Nun zurück ins Abenteuer. Ich heiße euch willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Und das könnte ein Hinweis darauf gewesen sein, dass wir mal in den Wald gehen sollten. Habe ich so das Gefühl. Aber erstmal sind wir wieder zu Hause. Und ja, das letzte Mal haben wir uns den Champ-Titel ergattert und sind dann direkt in die Credits geworfen worden. Tja. Wir sind Champ. Und es scheint so, dass da jetzt gar nicht mehr so viel kommt. Ich bin hier gerade nebenbei mal am Lesen, was so im Endgame geht. Die beiden Legis können wir noch fangen. Das wird man natürlich tun. Ja, ansonsten ist da nicht mehr allzu viel los, ne? Und einen Meisterball können wir uns noch holen von der Professorin. Und dann müssen wir noch zu dem einen Typen in, glaube ich, Engine City. Und ich will auch noch an einer bestimmten Stelle surfen gehen. Huch, es klingelt. Du hast es geschafft. Du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Hier, das ist für dich zur Feier deines Titels. Dann kriegen wir einen Meisterball schon. Alles klar. Müssen wir nicht mal holen gehen. Aber Professor Magnolika, Sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Dani hat so viel für uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wunschsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Endynalos. Als Endynalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Galar einer Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Dani und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galars. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Dani, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Ja, war es komisch, da standen gar keine Namen da. Deswegen habe ich diesen Charakterwechsel nur spät mitbekommen. Professor Magnolika hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Ja. Gut, das war das an der Stelle. Dann gehen wir mal raus. Ich will auf jeden Fall... Das ist Nacht, oder was? Mhm. Gut, ich gehe jetzt noch nicht in den Wald. Das heben wir uns noch auf. Ich möchte erstmal als allererstes hier in diese Stadt, wo der Pflanzenorden zu holen war. Wo war denn das? Das ist ja das Haus der Professorin. Da ist der Watthändler, Naturzonenbahnhof. Und da ist aber... Jetzt aber schon Engine City. War das doch hier? Ja, fliegen wir da mal hin. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder kann ich einfach nicht dahin? Nee, dahinter kann ich einfach nicht fliegen. Oder nee, warte mal. Da geht es doch tatsächlich nur. Hä, da bin ich jetzt blöde. Bin ich jetzt völlig verpeilt? Warte mal. Hier
Hier sind die Minen. Ach, na eben, nach den Minen war das doch in Turffield. Genau. Ach, alles klar. Ja, das habe ich irgendwie verwechselt jetzt. Naja, gut. Ich möchte nämlich hier hinten an dem Fluss noch surfen, beziehungsweise mit dem Wasserfahrrad mal drüber. Weil hier ging es ja rein. Ich möchte mal wissen, was es hier noch gibt. Ein Krebs, alles klar. Oh, hier hinten ist ein verstecktes Item. Das habe ich ja fast geahnt. Na komm. Die TM11 Solarstrahl. Alles klar. Die Frage ist, brauchen wir die jetzt noch oder nicht? Ich habe fast das Gefühl, wir werden sie nicht mehr brauchen. So, leider, muss man sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es vorbei ist. Insgesamt, was die Story betrifft, weiß ich noch nicht so richtig, was ich von halten sollte. Ich glaube, da hätte man deutlich mehr rausholen können. Also von der Story selber bin ich doch ziemlich enttäuscht. Muss ich ehrlich sagen. Also, da wäre mehr drin gewesen. Tja, was treiben wir jetzt noch? Eine gute Frage. Ich weiß, was wir noch machen können. Wir gehen jetzt nach Engine City zu dem Typen, der gesagt hat, wir sollen wiederkommen, wenn wir Champs sind. Das arbeiten wir jetzt noch ab. So. Dann steigen wir mal vom Fahrrad ab. Das Ding nervt mich irgendwie. Müssen wir einmal eine Etage hoch. Und dann diese Treppen in diesem Hafengebiet hinten wieder runter. Tja. Ja, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter mit Pokémon Schwert? Es wird definitiv weitergehen, spätestens wenn die DLCs freigeschaltet sind, denn die werden wir auf jeden Fall im Anschluss hieran noch spielen. Ich möchte in der Zwischenzeit, um ehrlich zu sein, auch nicht nochmal großartig trainieren gehen oder so. Meine Freundin ballert gerade ihr ganzes Team in Richtung Level 100. Aber das möchte ich nicht tun, denn ich möchte nicht einfach dann durch die DLCs mordend hindurch marschieren. So, hier ist der Kollege. Hallo Champ, soll ich einem deiner Pokémon die besondere Attacke Stahlstrahl beibringen? Echt? Das ist alles? Flunschlick könnte es. Na los. Dann hauen wir... Was hauen wir denn raus? Was kann der denn? Stärke 140, das ist ziemlich viel. Kampf haben wir ja auch anderweitig noch zur Verfügung. Ist auch relativ schwach. Wobei Lebensschuss ist auch relativ schwach. Da hauen wir Lebensschuss raus. Komm, was soll's. Und wir haben Stahlstrahl. Ja, der Anwender nimmt da auch Schaden, hat er uns gerade noch erzählt. Ja, und ich war stehen geblieben bei, ich will nicht ein komplettes Team auf Level 100 haben, weil ich will da noch ein bisschen Herausforderungen haben. Ja. Es ist auch so, ich werde wahrscheinlich nicht hingehen und den kompletten Pokédex füllen und vor allem auch nicht on cam, ja, weil ich glaube, dass einfach rumrennen und ein paar Pokémon fangen ist jetzt auch nicht der Content, der da ja in irgendeiner Form das ist, was man haben will, ja, wo wir gerade von den DLCs gesprochen haben. Ich habe mir sagen lassen von Schwester Joy, dass hier in, war es Claw City oder Route 10? Ich glaube Claw City Bahnhof muss es gewesen sein oder so. Dass da ein seltenes Pokémon wartet. Ich glaube Schwester Joy hat sowas erwähnt. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich möchte mal heilen. Jetzt wird man hier überall mit Hey Champ angesprochen. Tja.
Übrigens, am Brassberry-Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Brassberry-Bahnhof, okay. Dann eben dahin. Wo waren jetzt wieder? Ne, das war Turf. Achso, Brassberry, ja klar, das ist ja gleich hier der zweite Ort. Tja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt noch erzählen soll, weil, wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen down, weil es einerseits hat es tierisch Spaß gemacht, also versteht mich nicht falsch, ich hatte richtig, richtig Spaß an diesem Pokémon-Spiel, so viel Spaß wie seit langem nicht mehr, allerdings im Nachgang, so im Nachhinein fand ich die Story irgendwie zu schwach, irgendwie nicht schön dargelegt, es hätte viel mehr passieren können, nur hin, hier und da mal ein Fetzen und so richtig, dass das mit dem Legi da jetzt schon das Story-Finale war, ist auch ein bisschen schwach, finde ich, also das Potenzial, diese Grundidee der Story, hätte ein unglaubliches Potenzial gehabt, meiner Ansicht nach. Aber, was? Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Wir bitten alle Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Bin ich das? Bin ich das? Ich glaube, bin ich nicht, oder? Könnte ich bitte einen Blick auf Ihren Rüstungspass werfen? Hihi, aber natürlich, hier ist er. Vielen Dank. Einen Moment, bitte. Falsche Stimme gewesen, Entschuldigung. das ist doch ein DLC-Pokémon. Das bringen sie jetzt schon hierher. Oh, ein Phlegmon. Oh je, da hat wohl wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel hergefunden. Ja, yep, so ist das. Ich habe den Pass noch nicht. Aber den werde ich mir natürlich besorgen. Und sobald die DLCs raus sind, werden wir diese Insel natürlich besuchen. Wenn Phlegmon den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Würdest du es vielleicht für uns fangen? Ja, dann machen wir das noch. Ja. Gut, das... Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Wir fangen uns jetzt noch das Phlegmon hier. Level 12. Ja, da werfen wir einfach einen Hyperball und dann passt das schon. Vermute ich mal. Weil, ich weiß nicht, mit was ich da jetzt angreifen soll, damit es nicht drauf geht. Ja, passt. Tun wir den Gefallen. Tja. Ach, nicht in meinem Team. Bist denn du besoffen? Vielen Dank, du hast dafür gesorgt, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Wow, wie toll! Wie du das Phlegmon eben gefangen hast, war echt total cool. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. An Ihrem Rüstungspass ist nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Alles klärchen. Ich mache mich dann mal auf zur Rüstungsinsel, um ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Also dann ciao. Ja. Gut. Da werden sie uns noch nicht hinlassen. Und irgendwie sind die Blackscreens beim Laden im Moment ziemlich lang. Naja, wie dem auch sei. Dann beenden wir das hier an der Stelle. Meine Meinung ist gemischt. Ich hatte ultra Spaß mit dem Spiel, wie schon gesagt. Finde aber auch, dass die Story ja viel zu knapp gehalten war. Und wir sehen uns dann zur gegebenen Zeit wieder mit dem Erweiterungspass. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Pokémon ist jetzt erstmal durch. Ich werde auch nicht direkt ein Nachfolgeprojekt starten. Ich brauche erstmal ein kleines bisschen Luft für die anderen Projekte. Und
Weil es ist ganz schön viel, was ich hier im Moment rausgehauen habe. Ich war eigentlich nur am Aufnehmen. Muss mich ja eigentlich auch noch um einen anderen Kanal kümmern. Und dementsprechend, die anderen gehen weiter. Es wird dann demnächst einen neuen Sendeplan geben. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und bis die DLCs aufschlagen, wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin jetzt raus hier. Bis dahin. Haut rein!